Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge der Hertha News und es gibt wieder einiges rund um Hertha BSC zu besprechen und heute möchte ich mich in diesem Video mit zwei möglichen Neuzugängen befassen, denn laut der Bild steht Hertha BSC unmittelbar vor der Verpflichtung von zwei Neuzugängen und heute hier in diesem Video werden wir uns die beiden Spieler mal etwas genauer anschauen. Ich würde auch sofort sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir über Spieler Nummer 1, denn Spieler Nummer 1 verfolgt uns schon seit dem letzten Jahr. Im letzten Transfersommer gab es einen riesen Hin und Her. Erst hieß es, er wird zu uns kommen, dann hieß es, wir müssen Geld für ihn bezahlen und am Ende ist er nicht zu uns gekommen. Aber jetzt, ein Jahr später, schon bereits im Mai, scheint es sich anzudeuten, dass Diego Demme zu Hertha BSC wechselt. Sowohl die Bild als auch Sky berichten übereinstimmend, dass Diego Demme wohl unmittelbar vor einem Wechsel zu Hertha BSC steht. Zum Beispiel Florian Plettenberg von Sky beschreibt auf Twitter, Zitat, News Diego Demme, dann Deal. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler wird in diesem Sommer ablösefrei zu Hertha BSC wechseln. Und damit hat die Geschichte um Diego Demme wohl so langsam sein Ende gefunden. Diego Demme ist ein Spieler, den habe ich auch schon bereits in der letzten Woche thematisiert. Und ich bin, was die Personalie Demme angeht, immer noch etwas zwiegespalten. Fakt ist, Diego Demme ist 32 Jahre alt, er bringt unglaublich viel Erfahrung mit und ist, sage ich mal so, der Star-Neuzugang auf unserer Problemposition. Die Sechser-Position ist unsere Problemposition, das haben wir in dieser Saison gesehen. Keine Lösung hat wirklich langfristig funktioniert. Wir mussten Pascal Clemens eigentlich ja als gelernten Innenverteidiger zwangsweise auf der 6 platzieren und das hat so semi-gut funktioniert, es hat einige Spiele gut funktioniert, aber im Endeffekt hat bei Pascal Clemens die Konstanz am Ende gefehlt und alle anderen Lösungen, muss man sagen, haben auch nur phasenweise funktioniert. Wir haben Barkok als Sechser missbraucht, das hat überhaupt nicht funktioniert, Bouchalakis sehr, sehr viel Licht und Schatten, aber eigentlich auch mehr Schatten, wenn man ehrlich ist. Hussein lässt sein Talent jetzt in den letzten drei Spielen mal wirklich zu Augenschein kommen. Vorher war er so ziemlich raus auch aus dem Kader und konnte sich nicht gut genug präsentieren. Und ansonsten muss man eben sagen, Bradley Ibrahim ist deutlich zu jung noch, beziehungsweise ist noch nicht weit genug für die erste Mannschaft, dem momentanen Stand nach. Das heißt, dass wir auf der Sechserposition enorm Probleme hatten. Und Diego Demme würde diese Probleme, zumindest wenn er fit ist, und wenn er spielbereit ist, wirklich lösen. Vom Spielerprofil her haben wir genau einen Spieler wie Diego Demme gesucht. Einen Anführer, einen, der im Mittelfeld den Takt angibt. Einen, der im Mittelfeld auch den Art Stabilisator spielen kann und der unser Mittelfeld so auch stabil halten kann. Das Problem in dieser Saison war einfach, dass teilweise die Lücken zwischen unseren Sechsern und unseren Innenverteidigern viel zu groß waren und dass wir dadurch auch einfach super viele unnötige Gegentore kassiert haben. Und Diego Demme, mit seiner Erfahrung, glaube ich, könnte er uns wirklich weiterhelfen. Diego Demme bringt Zweikampfstärke mit, aber gleichzeitig bringt der 1,70-Mann auch noch eine gewisse Spielstärke mit, dass er als Sechser auch das Spiel mitgestalten kann und als Taktgeber auch, sage ich mal, unseren Spielaufbau mitlenken kann. Und ich glaube ganz im Ernst, wenn er spielfit ist und wenn er an das Niveau von vor zwei Jahren rankommt, dann glaube ich, ist das eine richtige Verstärkung. Aber jetzt kommen wir auch schon zu diesem Punkt, warum ich sage, ich bin doch etwas skeptisch bei diesem Diego Demme-Transfer. Schon als wir bereits im letzten Sommer an Diego Demme interessiert waren, hatte er bei Napoli einfach kaum Spielpraxis bekommen. Und ganz im Ernst, das hat sich in der letzten Saison auch nicht geändert. In der letzten Saison, beziehungsweise in dieser Saison, kam er auf 127 Minuten Spielzeit. Das sind knapp mehr als zwei Stunden. Und außerdem stand er seit Februar bei Napoli gar nicht mehr im Kader. In der Saison davor waren es knapp 142 Minuten Spielzeit. Das heißt in der Saison 22/23, das waren auch nur 20 Minuten mehr. Und wenn man das beides zusammenrechnet, hat Diego Demme in den letzten beiden Saisons knapp 280 Minuten gespielt, wenn man ein bisschen mehr rechnet. Und das heißt, dass Diego Demme seit über zwei Jahren keine großartige Rolle mehr bei Napoli spielt und keine Spielpraxis mehr so richtig bekommen hat. Das heißt, sein Fitnesszustand mag möglicherweise unter der fehlenden Spielpraxis auch gelitten haben. Außerdem war Diego Demme auch eine Zeit lang sehr verletzungsanfällig. Und das heißt, ein Diego Demme-Transfer, so würde ich das jetzt interpretieren, bringt auch ein gewisses Risiko mit, wenn man gerade bedenkt, dass er in den letzten beiden Jahren kaum sich auf großer Bühne präsentiert hat. Das heißt, in den letzten beiden Jahren
hat er knapp 280 Minuten gespielt. Und in der nächsten Saison soll er unser Taktgeber werden? Das ist halt für mich ein gewisses Risiko, was auch einfach schief gehen kann. Denn ich bin ehrlich mit euch, ich habe in den letzten beiden Jahren nicht gesehen, ob er diese sportliche Qualität immer noch so hat. Das heißt, die Frage ist, wie viel sportliche Qualität hat Diego Demme in den letzten beiden Jahren abgebaut? Und ist er dann überhaupt eine sportliche Bereicherung? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Aber trotzdem, Diego Demme gebe ich eine Chance. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ich hätte mich schon im letzten Jahr sehr darüber gefreut, wenn er hier gewesen wäre. Ich glaube, dann wären auch einige Spiele anders gelaufen. Ich kann aber die Leute verstehen, die sagen, dass Diego Demme sportlich nicht gerade überzeugt. Trotzdem gebe ich ihm die Chance und ich bin mir sicher, dass er selber als Spieler für uns eine Bereicherung ist. Fakt ist, er muss erstmal beweisen, dass er ein sportlicher Mehrwert sein kann. Aber ich vertraue ihm, dass er genau das sein kann. Was ich jetzt eigentlich nur mit dieser Kritik äußern wollte, ist einfach, dass wir alle als Fans mit einer etwas anderen Erwartungshaltung an diesen Transfer gehen. Wir sollten vielleicht bei einem Spieler, der in den letzten beiden Jahren nicht mehr als 280 Minuten gespielt hat, erwarten, dass er von jetzt auf gleich, sage ich mal, unser neuer Star wird. Denn das wird recht schwierig für ihn sein. Ich bin froh, dass er hier ist und dass er eine komplette Vorbereitung mitmachen kann. Vielleicht erinnern sich noch einige Leute von euch an das Video von mir letzte Woche, da habe ich auch über dieses Gerücht gesprochen und ich habe gesagt, dass ich mir diesen Transfer nur wünsche, wenn Diego Demme von Anfang bis Ende der Vorbereitung bei uns ist und somit quasi die 6 Wochen Vorbereitung komplett mit dem Team mitmachen kann, damit er Spielpraxis hat, damit er fitnesstechnisch aufgebaut wird und so weiter und so fort. Und scheinbar sieht es auch genauso aus, als würde genau das passieren. Und somit bin ich diesem Transfer deutlich positiver eingestimmt, als wäre er erst wieder 3 Spieltage nach Beginn der Saison gekommen. Das heißt, ich gebe ihm die Chance, ich kenne aber auch die Risiken, aber ich freue mich trotzdem, dass er hier ist. Das heißt, Diego Demme steht wohl, zumindest laut Florian Plettenberg, zumindest laut der Bild, kurz vor einem Wechsel. Die Frage ist, wann macht Hertha BSC das Ganze offiziell? Er ist wohl in Berlin, er hat wohl auch schon den Medizincheck bestanden. Es sieht alles gut aus und damit würde Diego Demme der erste Transfer in diesem Transfersommer werden. Und wir sind gerade mal am 17. Mai, noch nicht mal der letzte Spieltag ist vorbei und wir sprechen schon die ganze Zeit über die nächste Saison. Okay, so viel zu Diego Demme. Kommen wir jetzt zum zweiten Spieler, der wohl unmittelbar vor einem Wechsel zu Hertha BSC steht. Denn vom 1. FC Magdeburg soll wohl laut der Bild Luca Schuler in die Hauptstadt wechseln. Luca Schuler ist 25 Jahre alt, ist Stürmer. Ich habe bereits auch schon einmal über dieses Gerücht auf diesem Kanal gesprochen und war dort etwas skeptisch. Luca Schuler hat in den 28 Zweitligaspielen insgesamt 6 Mal getroffen, hat aber vor allen Dingen eine wirklich gute Leistung beim Hinspiel gezeigt. Wir erinnern uns an das Hinspiel gegen Magdeburg. Das ging 6:4 aus. Das war ein überragendes Spiel. Ich würde Lukas Schuler auf jeden Fall als einen bulligen großen Stürmer beschreiben. Einer, der die Bälle festmachen kann, der aber auch einen guten Abschluss hat. Man muss aber ganz ehrlich sagen, ich verfolge Magdeburg ein bisschen, denn ihr müsst euch vorstellen, ich wohne so zwischen Berlin und Magdeburg und somit habe ich auch immer ein Auge auf den 1. FC Magdeburg. Lukas Schuler war vor allen Dingen in der Rückrunde beim 1. FC Magdeburg glücklos. War ein Chancentod und meiner Meinung nach keine wirkliche Bereicherung für das Magdeburger Spiel. Magdeburg hat ohnehin in der gesamten Rückrunde eine gewisse Offensivschwäche gezeigt. Man hat viele Spiele zu 0 verloren. Man hat, glaube ich, auch 3 oder 4 Mal jetzt in der Rückrunde 0:0 gespielt. Allgemein die Offensive war schwach und auch Lukas Schuler war ein Spieler, den ich da so ein bisschen in die Schuld nehmen würde, denn er konnte nicht wirklich überzeugen. Und für mich ist er ein Spieler, er ist ein durchschnittlicher Zweitligastürmer und ich weiß nicht so ganz, was wir mit ihm wollen. Maximal, das wäre jetzt so meine Vermutung, meine Theorie, wäre er als Backup für Haris Tabakovic eingeplant. Ich hoffe, Haris bleibt und dass Lukas Schuler dementsprechend als Backup für ihn eingeplant ist und dass ein möglicher Abgang von Smail Prellwerk und oder Florian Niederlechner angestrebt wird. Aber ansonsten wüsste ich nicht so ganz, was wir mit Lukas Schuler haben wollen. Bis auf die ersten 4 Tore in den ersten 5 Spieltagen hat er nämlich in der Zweitligasaison kaum Stärke gezeigt. Die Konstanz hat gefehlt und im Endeffekt, ja, ich habe wie gesagt ein Auge auf den 1. FC Magdeburg. Ist er jetzt kein Spieler, wo ich sage, okay, er ist mir jetzt so überragend gut aufgefallen. Und 40 Zweitligaspielen hat er insgesamt 7 Tore, 3 Vorlagen erzielt. Die 3 Vorlagen alle in dieser Saison. Natürlich, Magdeburg hat allgemein eine Offensivschwäche in diesem Jahr. Und das trotz Christian Tietz als Trainer. Aber Lukas Schuler ist jetzt kein Transfer, wo ich jetzt hier stehe und sage, Mensch, er wird die Verstärkung
der Saison sein. Wenn Lukas Schuler kommt, dann denke ich mal als Backup für Haris Tabakovic. Und das ist dann wiederum vollkommen vertretbar, denn auch Lukas Schuler ist ablösefrei. Er wurde auch schon bereits beim ersten FC Magdeburg verabschiedet. Sein Vertrag läuft im Jahr 2024 aus. Ich denke mal, ja, da kann man mit zufrieden sein. Ich habe die ganze Zeit schon mögliche Gedankenspiele gehabt, ob er im Doppelsturm mit Harris gut funktionieren könnte. Aber ich überlasse die Gedankenspiele mal lieber unserem neuen Trainer, beziehungsweise möglicherweise einem neuen Trainer. Es sieht ganz so aus, so berichtet zumindest die Bild, dass sich Hertha BSC wohl endgültig von Paul Dardai verabschiedet. Ja, es wird jetzt am Sonntag gegen Osnabrück das letzte Auswärtsspiel mit Paul Dardai, das letzte Spiel mit Paul Dardai als Cheftrainer. Und die Bild berichtet, dass Paul Dardai auch nach diesem Spiel endgültig bei Hertha BSC aufhört. Nach dieser Saison soll Schluss sein. Ich hätte ihn mir ganz gerne immer noch im Leistungszentrum im NLZ bei uns gewünscht oder dass er möglicherweise ein Nachwuchsteam übernimmt. Aber erstmal, beziehungsweise vorerst, soll nach dieser Saison erstmal Schluss sein. Was ich zur Dardai-Thematik sagen kann, das habe ich ja eigentlich schon in meinem Video von vor knapp ein, zwei Wochen recht gut zusammengefasst. Aber um das Ganze jetzt nochmal abschließend zu sagen, wünsche ich mir einfach nur für Dardai noch eine angemessene Verabschiedung, am besten im Olympiastadion. Da würde sich möglicherweise der erste oder zweite Spieltag in der kommenden Saison einigen, beziehungsweise eignen. Und Dardai ist ein Spieler. Er ist geführt seit 30 Jahren in Berlin, ist unser Bundesliga-Rekordspieler mit 286 Einsätzen, hat den Club dreimal aus der Scheiße geholt, hat in dieser Saison aus einem nicht vorhandenen Kader ein Team geformt, mit dem man sich mehr identifizieren konnte als mit den Sauhaufen der letzten 8 Jahren. Und er sprang 2021 als Feuerwehrmann an, hat am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt klar gemacht. Und ich muss ganz im Ernst sein, danke Dardai. Das war diese Saison eine Saison, wo sehr, sehr viele Emotionen dabei waren. Und auch Dardai, der das Ganze unter dem Motto des Berliner Weges fortgeführt hat. So, er hat seinen Job erledigt und meiner Meinung nach hoffe ich einfach nur, dass wir uns noch angemessen von Dardai zu Feierlichkeiten verabschieden. Ob und wie, inwiefern die Dardai-Verabschiedung oder möglicherweise das Ende von Paul Dardai als Trainer berechtigt ist, beziehungsweise gerechtfertigt ist, das habe ich glaube ich schon mal in meinem Video von vor 2 Wochen zusammengefasst. Kann ich das auch mal hier oben ins i verlinken? Ich hoffe, ich vergesse das nachher nicht. Dann kann ich euch nochmal darauf hinweisen. Abschließend möchte ich noch über das Halbfinale unserer U19 gegen Borussia Dortmund sprechen. Das Hinspiel ging 2-2 aus. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Alter Leute, Oliver Reis. Also trainertechnisch bin ich sowieso überzeugt von Oliver Reis, aber unsere U19 hat überragend gespielt. Natürlich hatten wir Verstärkung aus unserer Profimannschaft. Ibo Maser, Pascal Clemens haben unter anderem für die U19 gespielt, aber ich muss wirklich sagen, was die U19 da gezaubert hat, was für schöne Spielzüge dabei waren, was für ein situatives Pressing wir gezeigt haben, das ging wirklich eine gute Mannschaft von Borussia Dortmund. Das ist brutal stark. Auswärts haben wir uns überragend präsentiert. Meiner Meinung nach, der Schiedsrichter war sowieso, der hat wieder einen Knall gehabt, aber ein 2-2 im Hinspiel. Es ist eine richtig gute Ausgangslage für das Rückspiel. Und das Rückspiel, ja, das wird am Montag stattfinden. Wahrscheinlich vielleicht im Jahn-Sportpark, aber aktuell gibt es wohl keine Tickets mehr für das Spiel, da der Spielort möglicherweise noch gewechselt werden muss. Denn der Zustand des Rasens nach dem U23-Spiel gegen Cottbus ist entscheidend. Denn Cottbus spielt am Sonntag gegen unsere U23 auch im Jahn-Sportpark. Und wenn Cottbus aufsteigt und die möglicherweise die Fans von Cottbus den Rasen stürmen, dann ist der Rasen natürlich komplett hin. Dann kannst du da am nächsten Tag nicht spielen und dann muss möglicherweise noch der Spielort gewechselt werden. Ich weiß nicht ganz, was die Auswärtsspielstätte ist, aber wahrscheinlich dann irgendein kleineres Stadion in Berlin, was relativ schade wäre. Fakt ist, Cottbus spielt gegen unsere U23 und wenn die alle den Rasen stürmen und das ganze Ding kaputt hauen, dann ist das schwer, dass wir direkt dort am nächsten Tag ein neues Spiel austragen können. Aber ich muss sagen, beim Spiel der U19, Maser hat mir richtig gut gefallen, Michelbrink hat mir gut gefallen, Straßen ist mir aufgefallen, Boris Lumme in der ersten Hälfte fand ich ihn noch okay, aber irgendwie als alleiniger Sechser, Wahnsinn, also der Typ ist 16 und knallt alles, Wahnsinn, also top, wirklich top. Tim Goller im Tor. Was wollen wir mehr? Wir sind doch gut aufgestellt. Ich bin gespannt. Für mich ist auch Oliver Reis ein Kandidat, den wir in Betracht ziehen müssen für die Nachfolgeposition. Wenn weiterhin hier nur Kandidaten wie Christian Fell und sonst wer rumgeistern, dann können wir auch gleich auf unsere 19 Trainer, wie zum Beispiel auf einen Oliver Reis setzen. Denn das Spiel hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, und damit ist meine Kamera ausgefallen. Naja, gut.
Wie dem auch sei, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Wir sehen uns die Tage zu einem neuen Video wieder. Morgen ist ein Vorbericht gegen Osnabrück geplant. Schalt gerne ein. Bis dahin, schönen Tag euch noch und tschüss.